Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon hier auf dem Geisterschiff. Was wollten wir jetzt zuletzt nochmal machen? Außer im Inventar natürlich gucken. Stiefel, Luft. Erde verbessert ist natürlich auch cool. Oh, Bohnen. Da haben wir jetzt 1 von 5. Nee, wir belassen das mal hier bei Luft, weil da halt das Set komplett war. Wo ist es denn da? Dann lasse ich das erstmal so und sammle noch weiter ein. Genau, ich wollte jetzt bei Geschichte gucken. Fliegender Holländer. Finde die Ursache des Problems, müssen wir noch machen. Finde den dritten Cousin, können wir nicht machen. Finde in der Stadt löst ein Stück Stoff. Okay, dann bitte jetzt die Trollgeschichte, die wir mit ihm noch klären wollten. Freunde! So, wir haben das jetzt mit dem Schiff hier. Ja, nicht wegkommen. Weitere Fragen? Nicht wegkommen. Ja, weitere Fragen? Raten nehmen, ne? Fragen. Okay, können wir da nichts machen? Ich dachte, da wäre er jetzt hier der Verantwortliche. Ich kann mich gerade leider nicht erinnern, ob wir beim letzten Mal das jetzt schon mit ihm geklärt hatten oder nicht. Wir hatten die Trolle doch alle gefunden. Wollte ich dann mit denen nochmal schnacken? Vielleicht sollte ich das überhaupt mal tun. Habt ihr dazu was zu sagen? Reden. Tiere. Ich habe den Eindruck, dass du die Tiere mehr nach dem Märchenwesen. Nee. Anderes Thema. Weltenbaumabschied. Nee. Dann können wir mit denen nicht irgendwie viel schnacken. Jedenfalls nichts Wichtiges. Mit dir vielleicht. Brüder. Ach ja, die Geschichte hier, dass die Brüder ihn nicht mögen. Oberon, nee, nee, dann lassen wir das mal. Immer hier schnacken. Aber es hat doch gar keiner mit uns geredet, oder? Grund für Gewalt jetzt vielleicht, wo die Trolle weg sind. Frag den Bootsmann, du findest ihn vor der Kajüte unseres vermaledeiten Kapitäns. Ja, danke. Aber mit dem haben wir doch schon geredet. Der, ja, nein, will der jetzt nicht mehr? Wir haben das doch für ihn gemacht. Oder ist es doch ein anderer, mit dem wir reden sollen? Oder mit den Tieren hier unten? Wo waren die denn nochmal? Standen die nicht hier? Da waren die. Da unten. Hey ho. Möchtet ihr jetzt vielleicht mit uns mal schnacken? Ja, was willst du wissen? Piraten. Was weißt du über die Piraten? Also die haben auch nichts für uns. Was soll ich denn mit denen machen? Fragen. Wenn du meinst, trotzdem danke. Okay, keiner will mit uns irgendwie wirklich reden. Das ist schade. Möchte ein anderer Geist mit uns reden? Wie wäre es, wenn wir nochmal zu Meerjungfrauen gehen? Beruhige dich. Okay. Hey, ich versuch's jetzt nochmal bei dem da vorne und wenn der jetzt uns nicht helfen kann, dann nicht. Dann Pech. Das ist eigentlich unser Sabbelgeist. Der lässt uns jetzt hier aber auch nicht rein, obwohl wir hier seine Trolle oder was besiegt hatten. Kämpfen. Fragen. Wollen wir mal mit ihm kämpfen? Was geht hier auf dem Schiff vor sich? Warum kämpfen die Korriganen denn? Achso, sie fragt nur, was redet du denn da? Hast du etwa Korriganen an Deck gesehen? Gerettete Korrigane. Diese Korrigani habe ich vor einem der Seemänner gerettet. Oh. Hätte ich mal vorher klicken sollen. Das war nicht richtig und sehr gefährlich, kleines Flatterwesen. Hoffentlich hast du dich nicht angesteckt. Wir haben ihre lausigen Kameraden im Frachtraum bei den Ratten und Krabben eingesperrt, damit sich ihre Krankheit nicht ausbreitet. Frachtraum? Kannst du mir sagen, wo ich den Frachtraum finde, in dem ihr die Korriganen eingesperrt habt? Könnte ich, aber ich tu's nicht. Sonst gehst du dahin, steckst dich mit ihrer Krankheit an und dann verbreitet sie sich ratzfatz. Okay, ich bin mal hinterlistig. Ganz und gar nicht. Ups, ich meine ganz und gar nicht. Ich will nur wissen, wo der Frachtraum ist, damit ich nicht mal aus Versehen dort... auftauche. Ah ja. In Ordnung, der Frachtraum befindet sich 2 Stockwerke unter diesem Deck. Ach so,
Das hätte ich vielleicht mal gleich ansprechen sollen. Ich dachte mal, kämpfen heißt, ich kämpfe jetzt mit ihm oder so. Ah, okay. Die leuchtet jetzt auch. Ich danke dir, Piratengeist. Lebe wohl. Aha, zwei Stockwerke einfach runter. Können wir da noch weiter runter? Können wir da rein? Ja, können wir. Cool, Leo. Da sind wir auch schon. Betreten. Da sind sie, dort hinten. Mir würde es gar nicht gefallen, dort eingesperrt zu sein. Stinkt nach altem Teer und faulem Fleisch. Okay, ich schätze mal, dass unsere Waffen und Zauber nicht stark genug sind, um diese Tür zu öffnen. Das schätzt du aber mal ganz richtig. Meiner Meinung nach braucht es schon eine Kanonenkugel, um die Tür aufzubekommen. Vielleicht kann uns der Kaninier helfen. Wir sind zwar nicht sehr gut befreundet, aber er kennt sich mit so etwas aus. In Ordnung. Danke für den Tipp. Wo könnte ich diesen Kanonier finden? Ach, mit dem haben wir doch schon gequatscht. Du bist aber eine ganz höfliche. Der Kanonier ist ein Goblin und du findest ihn bei seinen Kanonen auf dem Oberdeck. Ihn und seine nervigen Leibwächter. Na gut, dann wollen wir ihn mal suchen. Okay, also doch wieder nach oben. Wo war jetzt die Klappe hier? Ich verfliege mich hier schon wieder da, ne? Ja. Da und dann... Bitte noch einen nach oben. Nein, runter, hoch. Sehr schön, genau. Ja, geschafft, okay. So, wo sind sie denn hier, die kleinen Racker? Da. Seid gegrüßt, ihr Ehrenwerdensflügeldinger. Kannst du mir bitte helfen, den Frachtraum aufzukriegen? Ich denke nicht im Traum daran. Versuch doch mal mit deinen Flügeln. Wieso denn nicht? Ich muss unbedingt die Korrigan befreien. Es ist von allergrößter Wichtigkeit. Ich wüsste nicht, was das mit mir zu tun hat. Die Korrigan liegen nicht in meinem Aufgabenbereich. Sie gehören genauso zu diesem Schiff wie du. Wer hätte dir die ganzen Teile für deine Kanone gebracht, wenn sie nicht gewesen wären? Da hast du nicht ganz unrecht. Aber ich habe nicht vor, meine wertvolle Munition und mein Schießpulver für ihr Wohlergehen zu verschwenden. Bringst du meine Kanonenkugel und Schießpulver? Ich gehe inzwischen runter zum Frachtraum. Hä? Jetzt doch, oder was? Ich mache mich auf den Weg und besorge dir die Sachen. Ich denke, er will nicht helfen. Finde Schwarzpulver für die Kanone. Okay, ich habe Erfahrung bekommen und da unten hängen die jetzt rum. Bringt das überhaupt... Oh, hier haben wir zum Beispiel was. Was haben wir hier? Ah, Kugel. Abgeschnitt an, finde eine Musketenkugel, um sie als Kanonenkugel zu nutzen. Da haben wir auch irgendwas. Das ist ja schön, wenn das alles hier liegt. Pulver nehmen. So, Schwarzpulver. Noch irgendwas hier? Irgendwie ist das mit dieser Kanonenkugelgeschichte noch nicht vorbei hier, ne? Oder? Immer was suchen, aber das werden wir schon finden. Weiß nicht, ob das jetzt reicht. Ich gehe mal hier rein. Für den Fall, dass es irgendwas zu finden gibt, dann hoffe ich, dass wir zufällig drauf stoßen. Oder wir sind jetzt schon eigentlich längst richtig. Aber hier können wir auch nicht runter, ne? Ich kann auch gerade so die dunklen Stellen echt schwer erkennen, weil die Sonne gerade richtig schön bei mir reinscheint. Auf dem Monitor. Nein, nicht direkt auf dem Monitor, aber es ist hell genug. Und das Wetter ist so wechselhaft im Moment. Eigentlich war es von voll dunkel und bewölkt. Jetzt scheint schon wieder die Sonne, so richtig aprilmäßig. Obwohl wir gar kein Aprilwetter haben. Ich gehe mal runter zu denen. Ich will jetzt mal wissen, ob das schon reicht mit dem Kram, den ich gefunden habe. Weil da irgendwas ja mit Kanonenkugel und so noch war. Nee, das ist nicht richtig. Nee. Wollte eigentlich noch weiter runter. Ja. Vielleicht noch mal hier raus. Wenn ich es mir einfach jetzt mache. Hui. Kannst du mal jetzt aufhören, hier sinnlos rumzufliegen? Das nervt mich gerade. So. Wir sind ja hier völlig falsch. Wir müssen ja dahin, wo er ist. Da müssen wir runter. Da runter. Und da dann noch runter. Und da runter. Das Runterfliegen dauert auch immer so lange. Da sind sie ja schon, sehr schön. So. Mit Gobi-Boom. Hast du die Sachen? Feines pechschwarzes Schießpulver und eine dicke, fette Kanonenkugel?
Hier hast du Schießpulver und eine Kanonenkugel, du blöder Egomane. Und jetzt spreng den Frachtraum für mich auf. Oh, jetzt ist sie aber dran. Ich bin soweit und jetzt aufgepasst. Gleich gibt's einen großen Knall. Feuer frei. Betritt den Frachtraum. Und das hat ja geklappt. Wie gesagt, jetzt ist sie aber echt irgendwie sauer gewesen. Die anderen sind jetzt einfach weg. Ja? Okay, dann wollen wir mal rein. So, jetzt dürfen wir mit den Kuriganen sprechen, wenn ich das überhaupt nochmal richtig ausspreche. Mal runter. Sind die hier alle voll krank jetzt? Oh. Oh, hier können wir mit welchen kämpfen. Und da können wir noch mehr kämpfen. Wer ist er denn? Du musst mit unserem Anführer reden. Ich habe von nichts eine Ahnung. Okay, gut, dann mache ich mich mal auf die Suche nach eurem Anführer. Was ist jetzt? Oh, jetzt greifen die schon an. Okay. Dann wollen wir mal einfach. Tornado. Nochmal dreimal Tornado. Ich hoffe, es bringt was. Ja, doch. 56 ist in Ordnung, ne? Kann man mal machen. Hier. Knüpfen wir uns mal erstmal einen vor. Also Magie finden die schon mal nicht so toll. Machen wir auf alle einen Feuerball. Vielleicht brennen sie zufällig. Okay, keiner brennt. Das hat nicht gereicht. Okay, unser Drache brennt selber. Das ist natürlich auch mal interessant. Wow. Was sind denn das eigentlich für Viecher jetzt? Die sehen so ein bisschen so dämonisch aus irgendwie. Aha, aha. Okay. Tornado. Ja, das war gut und das wird was super. Immer schön drauf. Ich mach mal eine Welle auf alle und ein Eisgeschoss. Schön. Jetzt ist der hoffentlich gleich dran. Inferno bitte auf alle und Feuerball auf den. Hoffentlich brennt ihr alle. Okay, der letzte brennt und der ist tot. Jawollu. Dreimal Tornado bitte auf ihn. Greif auch gleich mal normal an. Mal gucken, wie abwehrstark die sind. Normaler Angriff. Oder einmal mit Pistole, bitte. Okay, 140 ist richtig gut. Gut zu wissen. Stärker Angriff. Und nochmal normalen Angriff. Okay. 42 ist auch nicht schlecht. Ja, das ist auch in Ordnung. Also die stecken schon ordentlich ein. Geschosse. 33. Gut, da ist sie mit Magie tatsächlich etwas stärker, aber schlecht war es trotzdem nicht. Ja, das war's. 450 Erfahrung und ein Fertigkeitspunkt, den wir so gleich verteilen werden. Habe ich Tornado nicht voll? Was ist denn jetzt eigentlich hier, wenn ich das upgraden will? Ist bereits auf höchster Stufe. Okay, dann würde ich gerne was anderes mal lernen. Geht denn das nicht? Hier, Feuerball, dies, das, jenes. Zurück. Ja. Hm. Dann mache ich mal, Geschosse mache ich mal, ein Upgrade. Ja. Ja. Geschoss habe ich mal einfach erhöht. Kann man ja mal machen. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, das fand er nicht so geil, dass sie tot sind. Aber wenn wir sowieso jetzt mit denen kämpfen, dann können wir uns auch die Truhe da hinten schnappen. Wo war die denn? Ich weiß zwar nicht, was mit denen los ist, aber anscheinend sind sie auch nicht besonders nett. Geschosse geht sogar auf alle. Das wusste ich gar nicht. Dann wird natürlich nämlich mal ihr normaler Angriff auch stärker. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. 70.
Er ist ausgewichen. Stärkeangriff. Und dann nochmal Magie, bitte. Der brennt. Und kriegt nochmal einen Feuerball dazu. Huah. Ja, doch, also bei ihr werde ich weiteres da auf Stärke dann mal gehen mit ihren normalen physischen Angriffen. Das finde ich gar nicht schlecht. Geschosse wieder mal. Und dann einmal Tornado. Dann hier einmal eine Welle. Eine schnelle Welle. Einmal das Inferno, bitte. Und der normale Angriff. Jetzt brennen die anderen, oder? Nee, einer brennt. Sehr schön. Der andere ist auch schon tot. Noch besser. Aber wir brennen auch. Nicht schön. Ich sollte Amaretha vielleicht mal heilen. Das wäre nicht schlecht. Die steckt nämlich gerade ganz schön ein. Oh, oh, die ist gleich tot. Nein! Ich muss was machen. Defensive Magie. Körperliche Resistenz? Nein, heilende Welle. Ja. Und nun? Tornado. Okay, ihr geht's aber immer noch nicht so richtig gut. Kannst du vielleicht mal einen Gegenstand nehmen? Genau, nimm mal einen Trank. Und dann machst du ein Eisgeschoss. Gewichen, Stärkeangriff, Magie, Feuerball. Der brennt. Immer steckt die Amaretha im Moment ein. Die Arme. So Wasser, Wind, Eis sind ja eigentlich vielleicht die Sachen, ne, die sie vielleicht nicht so toll finden, aber ich weiß es nicht. Der ist weg. Jetzt kriegt der das nächste ab. Der kriegt eine Welle und ein Eisgeschoss. Ah, Fass. Den haben wir gleich. Jawohl. 450 Erfahrung, das ist auch super. Und dazu eine Kiste. Was kriegen wir? Heiltrank, Wiederbelebungselixier, sehr schön. Haben wir auch gerade was verbraucht, kriegen wir auch wieder was geschenkt. So, da hinten in der Ecke irgendwo waren welche. Was, will der jetzt doch mit uns sappeln, oder? Nee. Okay. Wir sollen ja immer noch den Anführer finden. Dann suchen wir den mal, der war doch da hinten. Der ist doch hier. Ach, die wollen mit uns kämpfen. Alle wollen mit uns kämpfen. Wir haben denen doch noch gar nichts getan. Ja, also Tornado ist bei ihr wesentlich besser. Wir haben da ja auch alle Sterne voll. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum man nur Tornado jetzt kann. Nichts anderes. Mal einen nach dem anderen jetzt hier zu killen. Ein bisschen Gruppe, ein bisschen immer auch gezielt. Ich denke, so kommt man am schnellsten voran. Ach ja. Wow. Aber die wirken auch sowieso schon immer so geschwächt irgendwie, bevor die schon in den Kampf gehen, habe ich manchmal das Gefühl. Vielleicht kommt mir das nur so vor. Du machst mal deinen Tornado, das kannst du am besten. Damit Korrigane Nummer 3 auch mal bei dran ist. Leider ist er ausgewählt und entfernen. Das finde ich immer super. Da brennen die nämlich immer schön. Okay, diesmal keiner. Leider. Nicht mal der. Eine Welle, bitte.
Aber er ist tot, ist auch schön. Ach, ausgewichen. Schade, schade. So, nun. Unser Drache brennt. Ist aber nicht schlimm. Manno, was weicht der denn immer aus jetzt? Kommt der zweite Besitz aber. Jawohl, und der brennt auch. Und kriegt noch so einen auf die Mütze. Du kannst mal hier Pistole machen. Das war gar nicht schlecht immer, von der Stärke her. Ja, 70 ist nämlich sehr gut. Weg ist er. Bei manchen, wie bei Amareta, glaube ich halt, dass sie einfach besser im physischen Angriff ist. Bei ihr natürlich der Tornado, den wir geskillt haben. Das wird sich bei ihr aber auch noch verbessern, der normale Angriff. Was reicht denn immer aus hier? Stärkeangriff mache ich mal und Feuerball. Rennt, sehr gut. Genau, nochmal die Pistole bitte. Der ist auch gleich fällig. Ja, das war's. Und wieder 450 Erfahrungen. Besser geht's ja kaum, glaube ich. So, was sagst du dazu? Du bist ja ein lustiges Ding. Siehst aus wie ein fliegender Fisch, aber ohne diesen fürchterlichen Gestank. Fliegender Fisch? Das ist aber eine sonderbare Art, denen zu danken, die euch befreit haben. Wir sind wirklich froh, meine kleinen Fischfreunde. Und weil du auch noch ziemlich nett bist, schenke ich dir diese Rüstung. Wer weiß, vielleicht kannst du sie ja gut gebrauchen. Ganz unter uns, es gibt da jemanden, der noch viel kranker ist als wir und erst recht Hilfe braucht. Und wen geht es? Um den Schiffsknacker. Wegen ihm geht es uns so dreckig. Er hat sich mit irgendwelchen vergammelten Zeug vergiftet und wir sind diejenigen, die es ausbaden müssen. Davon bin ich überzeugt. Wir gehen inzwischen frische Luft schnappen. In diesem Frachtraum war es ganz schön muffig. Nimm die erste Luke auf der rechten Seite, wenn du rausgehst. Wir sind direkt unter dir. Ich mache mich sofort auf den Weg zu ihm. Neuer Abschnitt, schließe ich den Korrigan nahe dem Schiffsknacker an. Okay, und wir haben was fürs Wasserset bekommen. Das gucke ich mir nochmal eben hier an. Das ist schön. Wasser. Da sollten wir eigentlich auch schon was von haben. Ich weiß nicht, wie viel. Das sehen wir im nächsten Part von Fairy Legends of Avalon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.